Okay, ich sehe, da oben befindet sich auf jeden Fall noch ein Monsterlager. Es ist halt schon ziemlich anstrengend, sich mit denen anzulegen, wenn hier gefühlt Dauerregen ist, aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech, to be honest. Und ich glaube, ich habe nicht mehr so ein Auge parat, außer das von dem Vieh da oben selbst. Nee, der war mein. Zwei Stück habe ich noch. Das ist perfekt. Denn damit kriege ich den schon mal easy tot. Ach du Heiliger, was auch immer du da hast. Das macht mir ziemlich Angst. Kann ich es damit irgendwie bewegen? Oh Gott, der wird doch echt viel Schaden machen. Ich habe das Gefühl, ich sollte mich noch nicht mit dem da anlegen. Aber irgendwie muss ich das jetzt. Ja, komm. Okay, hier mit meinem Barrikadenschild. Kann ich den irgendwie zur Strecke bringen? Ich wüsste gerade nicht wie. Ich könnte ihn einfrieren. Ah, ja, gute Idee. Komm, yes. Ich glaube sogar ziemlich gut. Und ich merke auch gerade, dass er gar nicht mal so viel aushält. Sehr gut. Hoppala, ich hätte gerne eine Waffe. Du musst sie so weit runterrutschen. Was haben wir hier? Stachelkugelhammer. Also die Stachelkugel finde ich tatsächlich ziemlich cool. Du da. Weg mit dir. Hoppala, falsche Taste. Und... Dreh ein, Kollege. Auch deine schönen Äpfel, die tun mir jetzt auch ein bisschen leid. So, was hat der da? Ein Hartholzstock. Das sind doch ganz normale Bockstöcker. Die heißen jetzt scheinbar einfach anders. Diese Waffe wurde aus dem Ast eines Baums gefertigt, der viel Sonne genossen hat. Dadurch ist er widerstandsfähiger als normale Stöcke und hält länger. Also im Grunde auch wie mein Löffbaumknüppel. Und ich merke gerade, dass unten sogar noch steht hohe Haltbarkeit. Also diese Spezialeigenschaften stehen unter den Waffennamen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Hier zum Beispiel steht Stärkung durch Sonanium. Ist mir tatsächlich bisher nicht aufgefallen. Und hier steht sogar Aufladeangriff Ausdauer mit einem Pfeil nach oben. Gut zu wissen. Stachelkugelhammer, der scheint gut Schaden zu machen. Sollte ich vielleicht mitnehmen. Dann lasse ich den Spaß mal hier liegen. 17 Schaden, ja, kann man durchaus mitnehmen. So, wie viele gibt's noch von diesen Gegnern dort oben? Und die Frage ist natürlich auch, kriege ich da eine Truhe? Hoppala, hoppala. Okay, da lebt nur noch einer, wie es aussieht. Sehr gut. Und der scheint komplett blind zu sein. Auch gut. Habe ich kein Problem mit. Dann sind wir jetzt mal gehfaul und bringen einmal hier rauf. Oh, hier ist eine Truhe. Vielleicht nicht so eine, wie ich erwartet hätte. Aber es ist eine Truhe. Mit 5 Holzpfeilen drin. Nice. Was haben wir hier? Noch mehr Holzpfeile. Das hat gerade irgendwie gebackt. Kann das sein? Stachelbockbogen. Ein mit Tierknochen verstärkter Bockbogen. Nicht weniger primitiv, aber genauer und durchschlagskräftiger als ein kleiner Bruder. Kleiner Bruder also. Mhm. Nehme ich mal mit. Wieso sind die Gegner hier schon so stark? Ich habe das Gefühl, ich sollte hier noch gar nicht sein. Irgendwas sagt mir, ich sollte hier noch nicht sein. So, eine Palmfrucht haben wir hier das erste Mal. Und dort befindet sich ein Opal drin. Sehr nice. Edelsteine sind immer sehr, sehr gern gesehen. Ich könnte sie natürlich für meine Pfeile benutzen, aber to be honest habe ich das Gefühl, dass ich gerade Rubine schon dringender bräuchte. Oh nein, hier ist ja noch ein Lager. Ach du Heiliger. Euch habe ich nicht gesehen. Wie wäre es, wenn wir nicht kämpfen? Wobei, vielleicht sollten wir kämpfen. Denn man darf nicht vergessen, die Materialien sind hier tatsächlich sehr gut zu gebrauchen. So, weg mit euch. Oh mein Gott. Die habe ich ja komplett weggeschleudert. Zack. Alter, wie viel Schaden ich einfach mache. Come on. Macht ja echt Spaß. Was haben wir hier? Barrikadenschild zerbricht gleich. Das weiß ich doch. So, ich habe hier einen Boomerang. Die Frage, kann ich da irgendwas dran machen? Vielleicht erstmal testhalber. 4 Angriffsstärke. Irgendwas, was ein bisschen mehr gibt. Das hier 3. Es gibt 4. So ein
Alpha Elite Konstruktoren. Ja. Probieren wir es einfach mal damit aus. So. Boomerang raus. Jetzt brauchen wir noch die Synthesefähigkeit. Und zack. Das sieht ja mal gar nicht aus wie ein Boomerang. Aber funktioniert der noch genauso? Tatsache. Es sieht halt überhaupt nicht aus wie ein Boomerang. Aber es ist ein Boomerang. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Befand sich hier jetzt irgendwas? Nö, das war einfach nur ein Camp. I see. Macht es Sinn, jetzt zu laufen? Ich glaube, wir sind schneller, wenn wir uns hier zurück teleportieren. Ab zum Turm am Spähposten. Ich stelle auch gerade fest, es ist doppelt so schlau, hierher zu kommen, denn wir haben ja noch 4 Segenslichter, die wir hier bei einer Kylia-Statue ausgeben können. Und ich wollte ja herausfinden, ob wir dort nur Herzcontainer bekommen oder auch wieder Ausdauercontainer. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Du hast Herausforderungen bestanden und Segenslichter erhalten. Okay, wie es aussieht, gibt es auch wieder Ausdauer. Für 4 Segenslichter kann ich dir neue Kraft gewähren. Ich glaube, Ausdauer wäre tatsächlich nicht schlecht. Ja, komm, Ausdauer, let's go. Normalerweise hole ich mir immer zuerst Ausdauer, aber in dem Fall mussten wir das erste Herz holen. Oh, die Animation ist echt cool. Wie sich einfach dieses Miasma aus meinem Körper verflüchtigt. Ausdauercontainer erhöht deine maximale Ausdauer und stellt so einen Teil der Ausdauer wieder her, die dir vom Miasma geraubt wurde. Stimmt, die Ausdauer wurde mir davon ja auch geraubt, logischerweise. Bringe der Welt den Frieden zurück. Ja, ich gebe mein Bestes, ne? Ich gebe mein Bestes. Warum genau sollte ich jetzt eigentlich nicht die Leiter nehmen? Funktioniert doch super. So. Jetzt geht es aber wieder zum Aufzug. Dann dürfen wir uns wieder schön hochschleudern lassen. Das sieht immer so cool aus. Schauen wir uns das direkt nochmal an. Oh, ist das nice. Das ist so cool, Leute. Aber was zur Hölle hat es mit diesen komischen Inschriften oder Symbolen hier zu tun auf der Map? Das verwundert mich wirklich noch sehr. Und ich sehe gerade, dort hinten ist das Donnerplateau. Ja, dann habe ich ja etwa eine Ahnung, wo wir uns gerade befinden. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier echt erstmal umorientieren muss. Dabei ist die Welt eigentlich doch noch ziemlich dieselbe. Aber aus irgendeinem Grund fällt es mir gerade schwerer, mich hier zu orientieren. So viel hat sich hier nicht verändert. Naja gut, es hat sich schon viel verändert, aber nicht so viel, wie ich mir hier gerade immer einrede. Oh, da unten ist noch ein Schrein. Sehr nice. Archive des inneren Hyrule. Ich merke auf jeden Fall, die Ebenen haben auch neue Namen bekommen. Interesting. Boah, es gibt einfach so viele Schreine. Und hört ihr diesen Soundeffekt? Wenn ich mein Parasegel raushole und es regnet, dann hört man richtige Tropfen auf diesen Parasegelstoff. Das ist ja richtig cool. Das sind so ganz, ganz kleine Details, die das Spiel echt nochmal einen kleinen Ticken realistischer machen. Das gefällt mir wirklich sehr. Oh, hier ist ein Krog-Rätsel. Gut, dass ich hier runtergekommen bin. Und zwar so hier. So. Und das Rätsel habe ich damit auch erledigt. So, cool. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hoch? Ich merke nämlich gerade, es gibt ein Problem. Das Problem nennt sich... Es regnet. Und das schon seit geraumer Zeit. Aber ich habe ja wieder meine klassische Lösung parat. Und zwar meine Ultrahand. Und zwar werde ich wieder 2 Baumstämme einfach zusammentun. In der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Und vor allem irgendwie halten kann. Und das Problem ist, es ist immer ein bisschen schwer, die zu befestigen. Also eigentlich müsste ich die irgendwie am Boden befestigen. Aber das ist mir irgendwie zu dumm. Das war tatsächlich nicht meine Absicht. Oh mein Gott. Warum passiert mir das eigentlich immer wieder, dass ich meine eigenen Baumstämme kaputt mache? Komm schon. Muss jetzt nicht sein, okay? Zack. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein Krogwedel. Ah,
Hatten wir sowas schon mal? Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Ist das so eine Art Krogfächer oder wie? Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern, ob wir das schon mal hatten. Könnte doch einfach nur dumm sein. So, drei Baumstämme sollten hoffentlich ausreichen dafür. Schwierig. Wow, es hat gerade aufgehört zu regnen. Ja. Das bedeutet, wir hätten das hier gar nicht gebraucht. Habe ich recht? Egal, wir sparen uns ein bisschen Stamina, actually. Actually, ich beschwere mich nicht. Rutschen wir immer noch? Nee, wir rutschen tatsächlich nicht mehr. Ja, gut. Hätten wir das jetzt machen müssen? Eher weniger? Haben wir es trotzdem gemacht? Ja, why not? Oh, jetzt habe ich den Namen nicht gelesen. Wie heißt du? Schrein, wie heißt du? Ishutgun-Schrein. Na gut, ab geht's. Ich hoffe, der ist genauso cool wie in der letzten Folge. Windkraft. Moment mal, gab es nicht im BOTW auch einen Schrein, der genauso hieß? Der in Richtung Kakariko? Ich bin der Meinung, dass er da genauso hieß. Also was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass man hier immer die Möglichkeit hat, einen Schrein zu bewältigen, ohne dass man eigene Materialien mitbringen muss. Also vor allem Sonaubauteile. Das ist ganz cool. So, hier können wir einen Aufwind erzeugen. Das war ziemlich einfach. Aber jetzt wird es, glaube ich, schon ein bisschen komplizierter. Wobei, actually sieht das sogar noch ziemlich einfach aus. Okay, der Schrein wirkt aktuell ein bisschen underwhelming. Im Vergleich zu dem aus der letzten Folge. Aber hey, wir wollen ja auch hier die Windkraft erlernen. Von daher ist das schon okay. Aber warum sollte das jetzt funktionieren? Kann es sein, dass ein Ventilator stärker ist als diese Räder im letzten Schrein? Wir hatten sogar 4 Stück davon. Und es hat scheinbar überhaupt nichts gebracht. So, was muss man hier jetzt tun, ist die Frage. Oh, kann man das ganze Ding hier anheben? Als ob das funktioniert. Deswegen also Windkraft. Denn der Wind scheint hier wirklich mächtig zu sein. Oh, wartet mal. Wir müssen das so platzieren, oder? An der Wand. Klappt das? Okay, ich kann es nicht an die Wand platzieren, aber... Brauchen wir auch gar nicht, oder? Vielleicht doch. Vielleicht doch. Oder wir tun einfach 2 übereinander. Dann sollte das vielleicht auch funktionieren. Zumindest passt dann die Höhe. Ob die Kraft ausreicht, ist wieder eine andere Sache. Was zur Hölle? Kann ich das Teil einfach drehen? Ich kann es nicht drehen. Nein, das geht nicht. Das hier kann ich wiederum drehen. Oh. Oh, 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 oh. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich muss die Truhe anvisieren aus irgendeinem Grund, um das ganze Teil hier zu drehen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Das Ding muss doch bestimmt einmal direkt da drunter. So hier. Ja, sollte funktionieren. Und jetzt kann ich das hier einmal anpacken. Nach oben drehen. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe doch noch eine andere Idee. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Passt mal auf. Also wenn das so nicht funktioniert, dann muss ich es wahrscheinlich da drunter tun. Ist jetzt mein Gedanke. Zwar genau so. Okay, ich muss sagen, das Rätsel ist doch ein bisschen komplexer, als ich dachte. Yes, jetzt funktioniert es aber. Hoppala, Synthese brauche ich nicht, aber den Deckensprung. Zack. Und da sind wir auch schon an der Truhe dran. Mit einem Opal. Okay, sehr gut. Die sind ja schön was wert. Jetzt müssen wir den ganzen Spaß leider wieder dekonstruieren. So, einmal weg damit. Und das kommt denn da unten dran wahrscheinlich.
Okay, ein Windrad reicht scheinbar noch nicht. So, deaktivieren bitte. So, du kommst auch einmal ran. So. Okay. So, dann lassen wir den einmal hochfahren. Denn... Oh, wir haben, glaube ich, schon versagt, oder? Okay, wir müssen gegenschießen. Wir müssen gegenschießen. Aber halb so wild. Denn jetzt benutzen wir noch die Zeitumkehr. Gehen hier rauf. Und sind wieder oben. Das ist so cool. Also die Zeitumkehr gefällt mir wirklich mit am meisten. Und die Ultrahand. Ich meine, Synthese eigentlich auch. Aber ich merke, dass ich mich in letzter Zeit ein bisschen schwer tue, in Kämpfen irgendwie sinnvolle Waffen zu konstruieren. Oder zumindest eigene Waffen. Aber vielleicht kommt das auch wieder. So, und damit haben wir wieder ein Segenslicht. So, wir müssen jetzt weiter in diese Richtung. Ah ja, ich kann mich auf jeden Fall orientieren. Und da befindet sich wieder mal ein Schrein. Und sogar einen Stall. Ich würde es schon fühlen, wenn ich jetzt hier irgendwo was zusammenbauen könnte. Oh mein Gott, ein Mogelbaum. Nee, kein Mogelbaum. Wie hieß denn der nochmal? Komm, stirb. Hieß der Mogelbaum? Nein. Oh, Sputtechsen, her damit. Wie hieß denn das Ding nochmal? Blöffbaum. Ach, Blöffbaum. Okay, hier befindet sich leider nichts. Ich frag mich, ob ich aus sowas hier eine Startrampe machen kann. Oh mein Gott, da ist ein Hinox. Da ist einfach ein Hinox auf der Brücke. Hinox! Ich glaube, du willst kämpfen, oder? Willst du kämpfen? Ich habe so eine krasse Idee. Mal sehen, ob das funktioniert, Leute. Wir könnten den Hinox, glaube ich, ziemlich gefahrlos besiegen. Wenn es so klappt, wie ich es mir vorstelle. Passt auf, passt auf. Also die Idee ist so genial. Und ich will mich jetzt noch nicht zu sehr selbst loben. Aber die könnte tatsächlich ziemlich krass sein. So. Wir machen den Spaß natürlich auch schön stabil. Die Karok-Brücke. Wo genau sind wir hier? Ich frag mich, ob diese ganzen Brücken und so weiter neue Namen bekommen haben. Denn ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, dass irgendeine Brücke mal so gehießen hat. Ich weiß nicht, ob das richtiges Deutsch war. Ich denke einfach mal, ja. So, wir machen mal sowas daran. Dann nochmal sowas. Einfach, weil wir es können. Wobei, wir könnten, glaube ich, theoretisch auch Stacheln ranmachen. Das war jetzt zwar nicht meine Idee, könnte aber funktionieren. Ja, ich glaube, so langsam wird's was. Jetzt müssen wir den Spaß nur einmal drehen. Na komm. So. Nee. So. Jetzt einmal um... Hoppala. 180 Grad drehen, wollte ich sagen. Oh, die Steuerung ist echt noch ein bisschen tricky. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Kann man nicht leugnen. So. Dann kommen da einmal Räder dran. Die sind jetzt... super wichtig, sonst funktioniert das alles nicht. So viel Mühe, einfach nur um einen Hinox zu besiegen. Aber ich will einfach die Grenzen des Spiels ausreizen. Denn wer weiß, was man hier alles noch so für krasse Konstrukte zusammenbauen kann. Mittlerweile freue ich mich auch immer wieder, wenn ich diese Konstruktionsblöcke hier sehe. Oder Station eher gesagt. So, so cool. So. Jetzt darf ich den Spaß hier einmal drehen. Hoppala. So, 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 so. Perfekt. Okay. Jetzt muss ich da irgendwelche Waffen ranmachen. Oder noch besser, kann ich nicht diese Bombenfrüchte einfach droppen? Oder töten die mich? Ich hoffe, die töten mich nicht. Bitte. Tötet mich jetzt nicht, okay?
Ich hoffe, das funktioniert. Oh, ich habe so Angst. Vielleicht sollte ich lieber speichern, actually. So, ich habe jetzt erstmal auf Nummer sicher gespeichert. Jetzt ist die Frage. Wo finde ich den Spaß? Ah, hier. Donnerblume in die Hand. Okay, es ist nicht hochgegangen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Aber wenn wir das jetzt hier ranknallen... Oh nein. Nein, Hinox. Hinox. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Warum? 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 Warum hat er mich gesehen? Komm, 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 komm. Los, 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 los. Oh nein, das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Nein, bleib doch stehen, bleib stehen. Nein, bleib bitte stehen, bleib bitte stehen. Ein Röst, Hyrule-Pilz. Ja gut, das ist jetzt natürlich nicht so toll. Mann, warum hat meine Konstruktion nicht funktioniert? Oh oh. Okay, okay, weißt du was? Jetzt kommt er wieder weg. Wenn ich das neben ihm droppe, müsste es aber klappen, oder? Auch nicht. Ich glaube, die muss man abschießen. Ach, Mano, Hinox, du nervst. So, Augen auf. Alter, setz dich bitte nicht auf mein Gefährt, okay? Muss nicht sein. So, Spin to Win. So, das war's leider mit meiner Waffe. Oh mein Gott. Mano, ich hatte so eine geile Idee. Ohne Witz. Ich hatte so eine geile Idee. Dann machen wir das anders. Passt auf. Wir verbrennen ihn einfach so. Oh, der brennt gar nicht. Ein Hinox kann nicht brennen. Nein. Ach komm schon, Hinox. Was willst du denn? Weißt du was? Wie wär's, wenn du dir mal wieder so einen Baumstamm nimmst? Und mich abwirfst. Ich glaube, das fände ich sehr, sehr cool, actually. Komm, wirf mich ab. Wirf mich bitte ab. Was soll hast du da auf dem Kopf? Komm, wirf mich doch ab. Ja, ja, ja. Wirf mich ab. Komm schon. Los. Wirf. Hallo. Was ist mit dem los? Was ist mit dir? Irgendwie wirkt er gerade ziemlich lost. Okay. Besser für mich, sag ich mal. Okay, Bossbock, Breitschwert. Oh, komm. Oh, was haben wir hier? Egal, ich konnte es nicht einsammeln. Ja, ja. Komm, wirf, wirf, wirf. Okay, das ist ein sehr, sehr süßer Stein. Moment. Warum hat er schon Damage bekommen? Das sah jetzt falsch aus. Ich glaube, der Stein kam einfach früher bei ihm an als in der Animation. Deswegen sah das jetzt so komisch aus. Na komm, wirf nochmal. Nein, ich hab's instant abgebrochen. Ich bin so dumm. Geht's auch wieder zurück? Nein, okay. Sobald man es einmal verwendet, wird die Zeitumkehr nicht mehr gemerkt. So, jetzt aber. Genau darauf habe ich gewartet. Los, wirf doch. Wirf doch. Hallo. Muss noch werfen. Danke. Oh mein Gott, als ob das nicht trifft. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Freundchen. Freundchen, das ist gar nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ah, mein Flammschild bringt halt gerade auch einfach nichts, weil es regnet. Ich glaube, es liegt mehr daran. Was könnte ich jetzt tun? Ich könnte einen Qualmerling mal schießen. Lenkt ihn das ab? Es lenkt ihn auch nicht ab. Ach, Kumpel. Kumpel, was wird denn das jetzt hier? Warum bist du so nervig? Ja, komm, zeig mir dein Auge. Es hätte so einfach klappen können mit meiner Konstruktion, aber nein. So, komm, stirb. Einmal noch. Zack. Das war's mit dem Hinox. Ja, das war ein sehr, sehr anstrengender Kampf. Kann ich nicht leugnen. Und er droppt wieder Fußnägel. Wunderbar. Aber hier haben wir erstmal eine Schwertbanane. Diese Frucht wächst hauptsächlich in den Wäldern von Firone. Das Fruchtfleisch verstärkt die Körperkraft. Gekocht verstärkt sich dieser Effekt noch.
Okay. Kinox Fußnagel. So dick wie eine Rüstungsplatte. Befestige ihn an einem Pfeil, um seine Angriffskraft zu erhöhen. Oder koche ihn mit Kleingetier. Okay, ich weiß Bescheid. Kinox Zahn. Erbeutet von einem Hinox. Selbst für einen Monsterzahn ist er ungewöhnlich groß und hart. Man kann damit Medizin herstellen. Okay, und ich weiß Bescheid. Und ein Hinox-Horn. Das Horn ist mit Dorn versehen. An Waffen angebracht, erhöht das deren Angriffskraft. Es kann aber auch zusammen mit Kleingetier... Ja, okay, ja. Also, letzteres muss ich nicht immer wieder vorlesen. Aber ich habe gerade festgestellt, hier gibt es noch einen Brunnen, den ich gern mal erkunden würde. Hätte ich fast übersehen, weil mich der Hinox ein bisschen abgelenkt hat. Aber, schaut mal her. Hier ist wieder ein Brunneneingang. Okay, was haben wir hier? Okay, Kürbisse. Rüstungskürbisse? Ja, ein Rüstungskürbis. Ein stahlharter Kürbis, der als Nahrungsmittel angebaut wird. Als Kochzutat steht er die Haut des Essers und steigt so dessen Abwehr beträchtlich. Okay. Das ist ein Holzpfeil. Zwei Stück sogar. Die ganzen Leuchtsamen, die man eigentlich nur in Höhlen findet, wie es aussieht. Oh, und hier ist eine Notiz. Dieser Schacht ist gar noch bequemer als erwartet, da er vor Hitze und Kälte gut geschützt ist. Hier benötige ich weder wärmende noch kühlende Zutaten. Ich hatte überlegt, hier ein Gemüsefeld anzulegen und mich niederzulassen, bin dann aber doch aufgebrochen. Die Höhlen, die durch den Kataklysmus entstanden sind, haben meine Neugier einfach zu sehr geweckt. In unerforschten Gegenden findet man oft zahlreiche Zutaten. Wer immer neue Gaumenfreuden sucht, darf nicht lang am selben Ort verweilen. Chefkoch Ratham. Ah, cool. Hier gibt es scheinbar kleine Geschichten zu... Naja, zu lesen in diesen Höhlen. Zumindest in dieser Höhle. Ich weiß nicht, ob andere Höhlen genauso sein werden. So, gehen wir wieder nach oben.